Das haben wir kürzlich festgestellt. Da saßen Herr Brey und ich so auf einer Probe in so Liegestühlen und stellen fest, man kommt sofort in so ein Gefühl wie bei Tschechow oder Ibsen. Eher Tschechow. Eher Tschechow? Weil es dieses Morbide hat. Dieses Melancholische. Das ist ja das Tolle, wenn du bei Tschechow so die Leute in diesen Liegestühlen sitzen siehst, die sagen ja oft stundenlang nichts. Du hörst mal vielleicht so mal ab und zu mal so ein Katrin, das können atmen, einmal so ein Atmer, weißt du, so als wäre wird ein Moskau-Ticket nicht geliefert worden. Ja, aber das ist mehr so, wie wenn jetzt, ob der Offizier nicht gekommen ist oder so. Es ist mehr so. Bist du eigentlich blind? Also bist du blind in dieser Situation, oder? Also bei Tschechow nicht, bei Ibsen, ja, aber da habe ich eine andere Brille. Als Blinder? Als Blinder, ja. Ach. Ah. Das legt man dann ganz anders an, die Rolle. Ja, da ist dieses Geräusch wahnsinnig wichtig, wenn der Blinde so nach einer halben Stunde mit dem Stock einmal aufstößt. Ich könnte auch mal so als Blinder kurz an die Rampe. Ja, probier's mal. Ja? Also es dauert halt ein bisschen. Ja, wir haben alle Zeit der Welt. Warum stehst du dann auf, also als Blinder? Also was ist die Motivation? Weil ich was gehört habe. Ach so. Das kommt dann an der Rampe. Ja. Ich glaube, das ist Sergei Sergejewitsch. Ja, genau. So ein russischer Name. Viermal derselbe Name mit so einem Witsch hinten dran. Wo man so in Büchern immer zurückblättern muss. Wer Scheiße, wer war das denn jetzt wieder? Und dann haben die aber so Spitznamen und heißen doch nur Sascha. Ja, genau. Aber, und die Kritik schreibt dann eine halbe Seite nur über dieses Klackern vom Stock. Ja. Dass das mehr erzählt als der ganze Text. Eben, das ist dann auch oft der ganze Höhepunkt. Und man sagt noch Jahre später, das war irre, wie der Brey mit dem Stock geklappert hat. Ich habe das damals 10-mal gesehen, das war Wahnsinn. Der spielte diesen Igor Igorjewitsch, Igorjewna Igorjewitsch. Ach, du meinst Sascha, ja genau. Toll. Da muss man jetzt gucken, dass man da nicht eine Slapstick-Nummer draus macht. Ja. Sondern die Figur darf nicht denunziert werden, ja. Der Blinde. Also auf den Proben macht man es dann gerne. Ja, ja. So, ja, das ist ja auch okay. Ja. Ja, man sagt dann aber, mach mal ruhig, das können wir noch wegnehmen. Ja, ja, genau. Ja. Und was passiert? Es könnte jetzt irgendeine Mascha oder Sascha oder Andi mit einem Kinderwagen kommen. Und du weinst hinter deiner blinden Brille. Das kann man aber, muss man aber nur so andeuten. Mit einem Taschentuch, was man dann vergessen hat. Ja, die Zeit haben wir jetzt nicht. Hinter der Bühne. Wir können das morgen machen. Wir machen das hier ja nicht aus Selbstzweck, sondern das ist ja die Hinführung auf unser Kulturquiz für Sie zu Hause. Da können Sie wieder tolle Preise gewinnen. Christian Brey hat etwas vorbereitet, unser neues Kulturquiz für Sie zu Hause.
Und jetzt Hochkultur trifft Boulevard. Das total knifflige, voll abgedrehte, hammerkomplizierte, die Denkmurmel zum Glühen bringende, garantiert nicht an andere WDR-Shows erinnernde Premium-Bilderrätsel mit Christian Drei. Worum geht es hier, meine Damen und Herren? Um welchen Vorgang Hochkultur trifft Boulevard? Bootsmann! Bootsmann! Danke, Christian. Nun haben Sie es zu Hause gewusst, liebe Rätselfreunde. Einfach war es nicht. Aber Christian, die Zeit haben wir noch. Sag uns doch, worum es ging. Kate Moss spielt jetzt Theater in Shakespeares Der Sturm. War nicht einfach. Verfluchte Hundehüfte.